Radio. Das heißt, oh du meine Sonne, Lichtgeschwindigkeit 536, heute am Montag, den 6. September. Ich bin in Florenz am Palazzo Pitti auf den Spuren Goethes in Italien. Und wir nähern uns hier der Tagespolitik, indem ich in die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute, 6. September, angeschaut habe, und wir haben fast nur deutsche Themen. Das Internationale interessiert die Deutschen so viel wie die anderen Länder die deutschen Sachen, nämlich fast gar nicht, aber immerhin ETA, also Baskenland-Nationalismus, verkündet Waffenstillstand, das ist ja sehr erfreulich. Und dann der Stuttgarter Hauptbahnhof, der interessiert die Leute in Bologna am Bahnhof wahrscheinlich gar nicht. Und dann ist hier noch der Hinweis auf Tony Blairs neues Buch, Bestseller, dessen Memoiren Mein Weg sind der absolute Bestseller, ein ziemlich aufschlussloses Werk voller Banalitäten und Klischees. Deutschland hat seinen Sarrazin, heißt das hier. Frankfurter Allgemeine Zeitung, ich möchte gerne auf den Spuren Goethes sagen, wir haben eine demokratische Kultur, insofern jeder Deutsche was von Ferrari und Nutella gehört hat. Man kennt sogar die Mehrzahl Spaghetti, bei der Einzahl Spaghetto hat der Deutsche generell Zweifel, aber was soll man auch mit einer Nudel? Außer im Liebesleben, ich näher mich jetzt mal dem Palazzo Pitti hier, der als Werbeplakat dient, denn montags, das ist heute, sind Museen und Friseure in aller Welt geschlossen. Insofern muss ich heute unfrisiert vor dem Museum stehen und sagen, hier werden Veranstaltungen der Kulturvermarktungsstadt Florenz angekündigt, die gar nicht hier im Palazzo Pitti stattfinden, zumindest nicht mit Raketenfeuerwerk und Blaulicht und Laser, sondern geschmackvoll in den spanischen Farben Rot und Gelb. Das freut uns. Und die Dauerausstellung Caravaggio e Caravaggeschi a Firenze im Palazzo Uffizi, Galleria degli Uffizi, bedeutet praktisch für den Maler wie mich, dass er nicht hingehen kann, weil dort die beiden Caravaggio-Bilder aus dem Zusammenhang der Museumsausstellung Uffizi herausgenommen ist und dann in eine wirklich extrem bekloppte Ausstellungsaufbau, wo man über Holzbretter laufen muss bei abgedunkelten Lichtverhältnissen. Man kann im Grunde nicht sehen, zahlt dafür 10 Euro und kommt dann irgendwo im Nebenausgang wieder raus. Und das ist dann für den Massentourismus, und diesen Tribut haben wir alle zu zahlen. In der demokratischen Kultur geht es darum, nicht, dass einzelnen Leuten Vorteile verschafft werden, sondern dass generell alle Zugang bekommen sollen. Und sei es über die Produktion von digitalen Animationen oder Comics, die hinführen können zu Gemälden von Leonardo da Vinci, der Mona Lisa oder der Vasari-Schlacht im Palazzo Vecchio. Für alle, die über den Comic zur Kunst kommen, ist das der Einstieg. Für alle anderen, die beim Comic bleiben oder Lesen und Schreiben in ihrem Leben gar nicht gebrauchen, sind sie zumindest angesprochen worden. Und alle mit höheren Ansprüchen müssen sich dazwischen durchfisseln. So, ich bin jetzt hier auf dem Weg zum Eingang des Gartens Boboli, wo nämlich Goethe auf den Spuren Goethes hier in Italien innerhalb von 3 Stunden Florenz besichtigt hat. Und dazu möchte ich einen kleinen Vortrag aus der italienischen Reise von Goethe hier bringen. Den muss ich mir kurz raussuchen aus meinem Buch. Und das ist sehr interessant. Denn hier lernen wir jetzt Italienisch. Ich gebe eben mal die Kamera ab. So. Also, Goethe schreibt in der italienischen Reise unter der Rubrik Ferrara bis Rom. Den 23. Früh, heute ist der 6. September, bei Goethe war es Oktober, unserer Uhr um 10 Uhr kamen wir aus den Apenninen hervor und sahen Florenz liegen in einem weiten Tal, das unglaublich bebaut und ins Unendliche mit Villen und Häusern besät ist. Die Stadt hatte ich eiligst durchlaufen, den Dom, das Baptisterium. Hier tut sich wieder eine ganz neue, mir unbekannte Welt auf, an der ich nicht verweilen will. Der Garten Boboli liegt köstlich. Ich eilte so schnell heraus als hinein.
Der Stadt sieht man den Volksreichtum an, der sie erbaut hat. Man erkennt, dass sie sich einer Folge von glücklichen Regierungen erfreute. Überhaupt fällt es auf, was in Toskana gleich die öffentlichen Werke, Wege, Brücken für ein schönes, grandioses Ansehen haben. Es ist hier alles zugleich tüchtig und reinlich, Gebrauch und Nutzen mit Anmut sind beabsichtigt. Überall lässt sich eine belebende Sorgfalt bemerken. Der Staat des Papstes hingegen scheint sich nur zu erhalten, weil ihn die Erde nicht verschlingen will. Wenn ich neulich von den Apenninen sagte, was sie sein könnten, das ist nun Toskana. Weil es so viel tiefer lag, so hat das alte Meer recht seine Schuldigkeit getan und tiefen Lehmboden aufgehäuft. Er ist hellgelb und leicht zu verarbeiten, sie pflügen tief, aber noch recht auf die ursprüngliche Art. Ihr Pflug hat keine Räder und die Pflugschar ist nicht beweglich, so schleppt sie der Bauer hinter seinen Ochsen gebückt einher und wühlt die Erde auf. So schreibt Goethe 1888, 86 beziehungsweise 1786 oder 1815, als er italienische Reise geschrieben hat. Es wird bis fünfmal gepflügt, wenige und nur sehr leichte Dünger streuen sie mit den Händen. Endlich säen sie den Weizen, dann häufen sie schmale Sotteln auf, dazwischen entstehen tiefe Furchen, alles so gerichtet, dass das Regenwasser ablaufen muss. Die Frucht wächst nun auf den Sotteln in die Höhe, in den Furchen gehen sie hin und her, wenn sie jäten. Diese Verfahrensart ist begreiflich, wo Nässe zu fürchten ist. Warum sie es aber auf den schönsten Gebreiten tun, kann ich nicht einsehen. So, die Zeit läuft ab hier mit meiner Lichtgeschwindigkeit 536, habe aber dennoch in der voll durchgeprobten Autodramaturgie hier Fiat und Peugeot fortzuführen. Und Goethe schreibt aber, heute Abend habe ich von meinem Hauptmann Abschied genommen mit der Versicherung, mit dem Versprechen, ihm auf meiner Rückreise in Bologna zu besuchen. Er ist ein wahrer Repräsentant vieler seiner Landsleute. Hier einiges, das ich ihn besonders bezeichnet. Da ich oft still und nachdenklich war, sagte er einmal, Che pensa, non deve mai pensar l'uomo pensando sin vecchia. Das ist verdolmetscht von Goethe hier. Was denkt ihr viel? Der Mensch muss niemals denken, denkend altert man nur. Und nach einigem Gespräch sagte er, non deve fermarsi l'uomo in una sola cosa, perché allora divien matto. Bisogna aver mille cose una confusione della testa. Auf Deutsch, der Mensch muss sich nicht auf eine einzige Sache heften, denn da wird er toll. Man muss tausend Sachen eine Konfusion im Kopfe haben. So, Schluss aus der italienischen Reise. Im Hintergrund der unzugängliche Garten Boboli mit dem Piraten, Gründer der italienischen Piratenpartei, links eine Renaissance-Skulptur und geradeaus die Grotte, die sehr berühmten Figuren besetzt ist. So, ahoi, liebe Piraten.